Eine wunderschöne Zeit und gute Gesundheit. Grüße euch allen. Danke schon mal, dass ihr mir zuschaut bei meinem Live-Präsentation oder später bei der Aufzeichnung, die es auf YouTube gibt. Falls mir noch nicht auf YouTube folgt, dann würde ich das auf jeden Fall machen, damit man die wichtigsten Informationen über Immobilien in Bulgarien erfährt. Und ich bin jetzt beim strahlend blauen Himmel hier in einer unserer Objekte in Bulgarien in Svetevlas und würde euch jetzt in diesem kurzen Video ebenfalls unser Projekt präsentieren, was gebaut wird, wo noch ein paar Plätze frei sind. Doch ich werde auch jetzt kurz über unser neues Projekt sprechen, denn es entsteht nächste Woche und es ist ebenfalls vielversprechend und einer der besten Objekte, die es ebenfalls gibt. Mein Name ist Irina Glöckler, wie ihr mich schon kennt. Und unzählige Videos gibt es über mich auf meinem YouTube-Kanal, wer ich bin, was ich mache. Ich bin Unternehmerin seit 20 Jahren. Ich habe ein sehr, sehr tolles Team, was mich unterstützt. Und ich verkaufe Immobilien. Ich verkaufe zurzeit, oder wir sind ja wir, ich bin nicht alleine, sind in Bulgarien am Schwarzen Meer und bauen. Wir sind selbst Bauträger, Verkäufer, Verwalter und Vermieter unserer Immobilien. Wir machen alles selbst sehr erfolgreich seit über 20 Jahren. Und falls ihr Hintergeräusche hört, dann sind das die Gäste, die hier sich in der Anlage befinden, kann man nichts machen. Es ist nochmal ein Live-Webinar, ja? Ich werde jetzt meinen Bildschirm freigeben. Dauert noch ein Momentchen. Und dann schalte ich meine Präsentation. Ups. So, es ist. Moment, jetzt. Jetzt kann man wirklich sehen. Schreib mir bitte kurz, ob man meine Präsentation gut zu sehen ist. Ja, ne? Polaste Real Estate. Wie ich schon uns angekündigt habe, wir sind ein Unternehmen, was als Bauträger vor Ort agiert am Schwarzen Meer in Bulgarien. Wir sind selber Bauträger, Investor und aber auch Verkäufer. Bei uns kauft man unsere Immobilien ohne Immobilienmaklerpreis, also direkt vom Bauträger. Und das ist natürlich auch nicht uninteressant. Das bedeutet für Kunden, er kauft direkt von jemandem, der das baut und hat natürlich auch in der Bauphase noch die besten Möglichkeiten, selbst seine Fliesen auszusuchen, seine Wände mitzugestalten und alles, was er dazu als Extras hat. Warum sind Immobilien in Bulgarien so interessant? Weil die bis zu 10% Rendite bringen. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Immobilien, die Renditeimmobilien sind, bauen und verkaufen das seit mehr als 15 Jahren. Renditeimmobilien. Natürlich kann man auch selber in solchen Objekten wohnen. Viele unserer Kunden verbringen die Ferien dort oder wohnen das ganze Jahr mittlerweile auch hier vor Ort. Wer mir meine Videos folgt, hat gesehen, dass mittlerweile sehr viele Menschen nach Bulgarien auswandern und hier leben. Doch unser Ziel ist es auch, Menschen zu zeigen, dass jeder von euch, jeder, ob es Mann oder Frau, jung, alt, sich eine Anlageimmobilien leisten kann, mit eigenem Geld oder ohne eigenes Geld, ohne Eigenkapital. Und dann auch noch diese Immobilie vermietet, die ihnen dann auch noch Geld bringt. Und das ist sehr, sehr lukrativ. Denn wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, Immobilien zu verwalten, zu verkaufen, ist das super, dann bist du genau bei uns richtig. Solche Menschen suchen wir. Wenn du allerdings sagst, ich möchte mit Immobilien langfristig Geld verdienen, sodass meine Immobilien mir meine Rente bringen, mir zusätzliches Einkommen bringen, dann bist du genauso bei uns richtig, denn genau das bieten wir an. Ich möchte ganz gerne jetzt mit euch einmal kurz die Kriterien für den Kauf einer Immobilie besprechen, denn die sind nicht unwichtig. Damit man sich sicher ist, dass die Immobilie 10% Rendite bringt, sind einige Punkte wichtig, die man beachten sollte. Und natürlich sagt jeder Experte, dass Standort für eine Immobilie das Wichtigste ist. Lage, Lage und nochmal Lage. Wir befinden uns mit unseren Immobilien an der Schwarzmeerküste in Bulgarien. Bulgarien hat sehr, sehr großes Naturschutzgebiet. Das ist einer der größten Naturschutzgebiete in Europa. Das sehen wir hier oben, ne, die Berge. Alles Naturschutz unten am Meer, Schwarzmeerküste.
gibt es noch freie Grundstücke. Und die gehören uns teilweise. Und das, was wir hier unten an der Küste sehen, das wurde irgendwann mal bebaut. Das sind Ferienapartements, die man zum Ganzjahrleben benutzen kann oder aber auch zum Ferienapartment. Das ist eine unserer Anlagen, schön direkt am Strand. Du gehst raus und hast du deine Füße im Wasser, kann man so sagen. Wenn man sogar aus dem Fenster schaut, ne, da sieht man den Boden nicht. Da hast du das Gefühl, du befindest dich mitten am Meer. Es ist so eine wunderschöne Sicht. Die Immobilien am Meer sind die gefragtesten. Die Grundstücke sind so, die gibt es nicht viele. Also es gibt nicht viele Sachen oder die gibt es nicht viele Grundstücke, die du am Meer bebauen kannst. Und die werden immer lukrativer, attraktiver, die werden immer mehr gefragt und das steigt natürlich den Preis. Und jeder weiß, wenn du eine Immobilie am Wasser besitzt, dann ist das sehr lukrativ und das ist so, ja, und das ist ein gewisser Lifestyle. Anfrage, wie ist die Anfrage? Dazu habe ich jetzt schon gerade eben gesagt, ne? Je näher du am Wasser bist, Wasserlage sowieso am gefragtesten, ist genauso in Bulgarien. Touristenanzahl auf über 9 Millionen gestiegen in den letzten Jahren und die Anfrage ist größer denn je in diesem Bereich, denn es sind immer noch die günstigsten Preise, die es in Europa gibt, sind in Bulgarien. Nicht zum Urlaub machen, Urlaub in Bulgarien ist nicht günstig, doch bauen. Bauen und kaufen. Diese Preise steigen allerdings, weil die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Wir haben jetzt noch Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten 3, 4, 5 Jahren die Immobilienpreise sich ja, verdoppeln werden. In den nächsten 5 bis 10 Jahren verdoppeln bestimmt. Objektzustand. Natürlich, wenn du eine Immobilie kaufst, sollst du bitte auf Objektzustand achten. Ist es neu? Ist es renovierungsbedürftig? Ist es eine Immobilie, wo das Dach bald erneuert werden soll? Ja, oder irgendwelche Schönheitsreparaturen durchgeführt werden sollen? Bei uns geht es um neue Immobilien, die wir neu bauen und der Zustand ist natürlich top. Da brauchen wir uns darüber nicht zu sprechen. Und natürlich auch der Preis. Der Preis für eine Immobilie spielt ebenfalls eine große Rolle. Möchtest du eine Immobilie kaufen, die wenig kostet oder die viel Geld kostet? Möchtest du dein Geld investieren? Möchtest du, wenn du viel Geld hast, klar, dann kann man überall investieren. Doch die reichen Menschen sind immer auch die Reichen, deshalb reich geworden. Das ist mein persönlicher Spruch, weil die ihr Geld bei sich gelassen haben. Reich wirst du, wenn du nicht das ganze Geld ausgibst oder viel verdienst. Reich wirst du, wenn du dein Geld bei dir lässt und wenn du darauf achtest, dass du den Preis nicht überbezahlst, sondern den besten Preis auf den Markt bekommst. Wir haben Preise ab 1300 Euro pro Quadratmeter in Bulgarien für unsere Immobilien und diesen Preis findest du nicht nirgendwo. Erste Reihe Wasser ist der Preis ab 5.000, 6.000 Euro. In Spanien, Türkei gibt es genau dieselben Grundstücke. Nur da schau dir mal die Preise an. Und viele Menschen kommen zu uns und sagen, Irina, ich möchte ganz gerne, ich habe da mal gesehen, in Spanien gibt es sowas. Ich sage, ja, du kannst überall deine Immobilie kaufen. Nur wo zahlst du 1000, über 1000, 1.500 Euro pro Quadratmeter am Wasser? Das gibt es. Ich behaupte nur in Bulgarien, es gibt sehr, sehr viele schöne Orte auf unserem Planeten. Bulgarien ist definitiv eins davon und da bin ich sehr froh darüber. Wir selber wohnen mit unserer Familie in Deutschland und Bulgarien seit 8 Jahren. Wir pendeln hin und her und das war eine der besten Entscheidungen, dass wir uns für diese Ort, für diese Stadt, für dieses Land entschieden haben. Wir profitieren sehr davon, dass wir unsere Immobilien dann vermieten an die Gäste. Und Mieteinnahmen natürlich ist auch interessant. Bulgarien gehört zu den Orten, die keinen günstigen Urlaub anbieten, keinen preiswerten. Doch Urlaub ist für die Touristen überall teuer. Man merkt es auch, wenn du in den Touristenort gehst und dort essen gehst zum Beispiel, ja. Dann kostet das für dich als Tourist doppelt so viel, weil wenn du unter den Einheimischen essen gehst, sogar nicht mehr. Und mit Touristen wird bekannterweise Geld gemacht und genauso machen wir das Immobilien. Mieteinnahmen sind ebenfalls sehr, sehr hoch und die bringen 10 bis 15% Rendite im Jahr. Verwaltung ist eine der wichtigsten Sachen, denn wenn etwas mit deiner Immobilie passiert, dann sollst du sicher sein, dass es nicht nur wieder repariert wird, sondern dass du ein Ansprechpartner bist, der sich darum kümmert. Und wir machen
von unserem Unternehmen aus, der Bauträger vor Ort, die Firma Venus Lux, verwaltet alle ihre Immobilien selber. Und besser geht es nicht. Ne? Der Bauträger ist auch selbst der Verwalter für das ganze Leben, ja. Da kann man ein Häkchen machen, dass das sich auf jeden Fall lohnt. Was wir anbieten, wir bieten eine Vielfalt der Immobilien. Bei uns kann man ab 30 Quadratmeter bis 300 Quadratmeter Appartement mit uns zusammen bauen und kaufen und bis 300.000. Bis 300.000 bis 300 Quadratmeter und 300.000 Preis gehen unsere Auswahl der Immobilien, wenn ich das so ausdrücken kann. Also auch was die Gestaltung angeht. Ne? Man sagt ja, man baut seine Immobilie nach seinem Wunsch. Wir bauen auch Häuser und Reihenhäuser, die ebenfalls mitgestaltet werden können. Du kannst bei uns ein Appartement kaufen, du kannst es mit uns zusammen planen und du kannst ein Haus planen und bauen. Alles ist möglich, wenn der Wille da ist. Ja? Die besten Konditionen des Deals bieten wir an, weil wir ohne Makler verkaufen, ja, das ist einer der wichtigsten Kriterien, und weil wir immer noch in Bulgarien auf den Markt den besten Preis anbieten. Das ist Fakt. Ich sage immer, vergleich bitte unsere Preise und unsere Immobilien mit anderen Ländern, die gleiche Qualität. Du findest solche Preise nicht mehr auf dem Markt. Und da sind wir stolz drauf. Ab 01.01.2024 geht Bulgarien offiziell in die Europäische Union, da kriegen die Euro und das bedeutet, wenn der Euro kommt, alles wird teurer. Deshalb ist das immer noch so. Ich würde sagen, die Preise werden auch ab 01.01.24 nicht sofort steigen. Das wird nicht passieren, das wird langsam gehen, doch sicher. Ne? Kennt ihr den Spruch? Langsam, aber sicher wird der Preis steigen und noch können wir davon sehr, sehr gut profitieren. Profitieren von Immobilien tun die günstig kaufen, teuer vermieten und eine Immobilie besitzen, die dann viel, viel mehr wert ist. Das ist ein guter Deal. Und das ist genau das, was wir anbieten. Volle rechtliche Unterstützung von unserer Seite auch. Da begleiten wir unsere Gäste, wir zum Rechtsanwalt, zum Notar, wir übersetzen alles auf Deutsch und das ist ja auch nicht uninteressant. Wir übersetzen alle unsere Unterlagen auf Deutsch, weil wenn du nach Bulgarien kommst, hast du alles auf Bulgarisch. Preise, Pläne, Katasteramtpläne, alles ist auf Bulgarisch. Und wer soll dir das übersetzen, wenn du alleine kaufst? Mit uns kriegst du alle Informationen auf Deutsch, weil wir dein deutscher Vertrieb sind. Wir haben Kundendienst nach dem Verkauf. Wir sagen immer, wer ihr uns kennt, dass wir keine Kunden suchen, sondern wir suchen Nachbarn. Wir suchen für unsere Objekte Nachbarn, weil wir in jedem unserer Objekte, naja, selbst nicht leben. Wir kaufen in jedem Objekt selbst unsere Immobilien und wir leben dann mit unseren Kunden ja nah beieinander. Man sieht sich. Ja, man sagt immer, oder wir sagen immer, wenn du mit uns zu tun hast, wenn du einmal unser Kunde geworden bist, dann bleibst du das auch dein ganzes Leben lang. Wir sehen uns unser Leben lang, weil wir dann nicht nur einmal verkaufen und auf Wiedersehen. Nein, wir bieten dir kompletten Kundendienst nach dem Verkauf genauso wie die Vermietung. Wir vermieten unsere Immobilien für dich, für unsere Kunden. Man kann das auch selber machen. Oder wir bieten Unterstützung in der Vermietung. Also alles, was das hier begehrt, kann man mit uns besprechen, ob wir alles machen können für den Kunden. Das würde ich jetzt nicht versprechen, weil alles kann man auch nicht machen. Doch vieles können wir übernehmen. Vertraulichkeit des Deals ist uns natürlich auch wichtig. Wir sind seit mehr als 15 Jahren auf dem Markt mit einem Vertrieb als Bauträger, als Menschen, die Sachwerte verkaufen in Deutschland, ganz Europa und auf der Welt. Wir machen hier solche Webinare nicht nur auf Russisch, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch, Englisch, andere Sprachen. Und wir haben Kunden aus der ganzen Welt. Und wir wollen unseren Kunden Vertrauen geben. Doch uns ist es wichtig, dass der Kunde, dass nicht nur er uns vertraut, sondern wir unseren Kunden vertrauen. Denn es ist ein gegenseitiges Geschäft. Nicht nur der Kunde soll profitieren, sondern das Unternehmen möchte auch sicher sein, dass der Kunde sich ordentlich benimmt und dass es auch langfristig mit euch Spaß macht. Davon bin ich überzeugt.
Ja, was ist noch interessant? Polarstar Beach, das ist einer unserer Komplexen in Svetoj Vlach, wo noch ein paar Wohnungen frei sind. Polarstar Beach besteht aus zwei Hauptgebäuden und wie ihr das schon auf dem Bild seht, links ist der Block A, dann ist es in der Mitte ein riesengroßes Schwimmbad für die Kinder und für die Erwachsenen, ja, ein großer Swimmingpool. Und Block B, das steht auf der rechten Seite. Damit man das versteht, der Komplex Polarstar Beach befindet sich an der Küste und zwar in Svetoj Vlach neben dem Strand. Und das sind gerade mal 150 Meter bis zum Wasser. Und da hast du auch deine Füße im Wasser. Und da kann man zu Fuß laufen. Ja, also das ist sehr, sehr nah am Wasser. Die Appartements in der Anlage sind nach Süden, also das ist die Seite nach Süden, das ist Wasser, oder nach Norden ausgerichtet, so dass die jeweils herrlichen Blick entweder auf das Meer oder auf die Berge haben. Und im Block B haben wir noch 15 Appartements frei. Wie die aussehen, das zeige ich euch auch mal. Die Appartements befinden sich aus ein, zwei oder drei Zimmerwohnungen. Viele kaufen mehrere Appartements, weil die Preise sind so günstig, dass wir sagen, kauft ihr zwei, drei, vier, fünf Appartements. So sieht das aus. Schaut mal, ist es nicht schön? Eine wunderschöne Anlage in Bulgarien oder in Svetoj Vlach, da wo wir uns befinden. Das ist nicht nur einer der größten Naturschutzgebiete, sondern du hast hier sehr, sehr viel Bioanbau. Die Luft zirkuliert auf eine bestimmte Art und Weise, sodass alle Pflanzen, die wachsen, sehr gesund sind. Ja, dementsprechend auch das, was an Obst und Gemüse angebaut wird, bio ist, sondern es sind viele Wasserquellen. Du kannst einfach mit einer Flasche Wasser, und das machen viele hier, hinkommen und aus der Quelle frisches, sauberes Wasser nehmen, kostenfrei. Und die Luft zirkuliert besonders gut, so dass es Jod angereichert ist und das ist ein offizieller Kurort. Also wir befinden uns nicht nur am Touristenort, da wo die Touristen sind, sondern am Kurort, da wo du deine Gesundheit verbessern kannst. Nachgewiesen, Verbesserung der Atemwege, Beschwerde, Rheuma. Was gibt es da noch? Es gibt viele, sehr, sehr viele Krankheiten. Also auf jeden Fall alles, was mit Haut zu tun ist, mit Gelenken, Haut, Atembeschwerden. Ne? So, und das ist ja wirklich so, so wie es auf dem Bild ausschaut, so schaut es auch in echt aus. Unsere Gäste sind gerade dabei, genau die Baustelle, wo das gerade gebaut wird, zu besichtigen. Sieben Stockwerke, oben ist ein großer Penthouse, was noch frei ist, ist da. Zwei Aufzüge, die sind hier jeweils, zack. Sind da Wohnungen. In der Anlage A haben wir 102 Wohnungen, Anlage B hat 80 Wohnungen. Daneben ist noch Platz für ein Geschäft, für einen Spielplatz und einen Fitnessraum von draußen. Das ist eine große Anlage. Und die Appartements haben jeweils dann unterschiedliche Größen, ne? Ab 30 Quadratmeter bis oben in eine Suite. Im Penthouse gibt es 400 Quadratmeter Terrasse. Schaut mal, da oben hast du eine offene Terrasse von 400 Quadratmetern. Das ist echt herrlich. Das Penthouse ist noch frei. Ist noch frei zu kaufen. Zwei eigene Pools hat die Anlage, ein Spielplatz für die Kinder. Landschaftsgestaltung ist mit dabei. Also wenn du deine Immobilie kaufst, dann kommst du mit einem Koffer und einem Handtuch, legst dich hin, hast die ganzen Sitzen, Liegen, du hast alles, wie das auf dem Bild ausschaut, die ganze Gestaltung, auch Sonnenschirme sind da. Du brauchst nichts extra zu kaufen, das ist schon alles mit inklusive. Videoüberwachung und Zutrittskontrolle. Die Anlagen sind geschlossen, die werden überwacht. Und Videoüberwachung gibt es bis zu deinem Wohnungstür. In Bulgarien ist alles videoüberwacht. Ich meine, im Restaurant, wo ich sitze, sind überall Videos. Auf den Straßen wird überwacht, sind Videos. In Anlagen sind Videos. Deshalb ist Bulgarien ganz, ganz unten von der Kriminalität. Ich habe die Statistik nämlich für euch so nebenbei. Da gab es 30 europäische Länder und da gibt es um die Kriminalität. Ne? Wer steht ganz oben, wer unten? Und Bulgarien stand auf Platz 27. Und glaub mir, ich mache jetzt dieses Webinar auf Deutsch. Das bedeutet, mich schauen die Menschen aus Deutschland an. Deutschland steht leider in den oberen Schichten. Das ist dazu, ne? Wie sicher ist das? Man sagt immer, oh, ist Bulgarien ein sicheres Land? Also das ist sicherer, als ihr denkt, weil Kriminalität ist hier wirklich sehr unten. Hätte ich auch nicht geklappt, wenn ich das selber nicht erlebt habe. Man ist sich sehr sicher und das Gute ist, wenn man abends spazieren geht auf den Straßen, gibt es viele Polizei, gibt es viele Wachen,
Autos, die wirklich über die Stadt fahren und wachen. Also das ist top. Man fühlt sich wirklich sicher hier. Also mein eigenes Gefühl, ja. So schauen die Appartements aus. Wenn man jetzt sagt, aha, wie kann ich auswählen, dann bekommt ihr von uns diesen Plan. Und das ist jetzt ein Plan von der ersten Etage zum Beispiel, Block B, da wo noch freie Wohnungen sind. Und unsere Wohnungen sind durchschnittlich 45 bis 50 Quadratmeter groß, weil das sind die gängigsten Modelle. Wenn die Menschen Urlaub machen, dann machen die nicht in einem riesen großen Penthouse ihren Urlaub, weil dann nehmen die zwar ein kleines Appartement, wo die einfach ja, schlafen können, wo die eine Kaffeemaschine stehen haben können, doch die nehmen eine große Wohnung, weil du bist die ganze Zeit am Pool draußen. Bulgarien hat wunderbares Klima und dann bist du den ganzen Tag am Restaurant sitzen, essen oder am Strand und brauchst nicht eine riesengroße Wohnung. Deshalb sind unsere Appartements der City, die meisten sind 45 Quadratmeter, 45, 45 Quadratmeter, 28 Quadratmeter. Einzelne Zimmer werden auch von Studenten genommen, von jungen Menschen, die nie so viel Platz brauchen, weil die zum Feiern nach Bulgarien kommen. Oder es 54 Quadratmeter, was man machen kann. Du kannst sagen, okay, ich nehme zwei Appartements, einmal mit 30 Quadratmeter, einmal mit 45. Und schon hast du eine größere Wohnung, die du verbinden kannst und hast über 70 Quadratmeter. Du kannst dann auch Folgendes sagen. Man kann hier zwischen eine Tür einbauen und das Appartement groß machen, selber dort leben. Oder du sagst, ich vermiete ein Zimmer, ich vermiete zwei Zimmer und drei Zimmer Wohnung. Also man hat quasi alles in seinem Portfolio an Auswahl, obwohl man selber nur zwei Einheiten gekauft hat. Das ist sehr interessant. Ich praktiziere das auch ganz viel, weil du dann den Kunden alles anbieten kannst. Noch sind einige Appartements sind frei und wenn du das haben möchtest, dann schreib mir bitte in den Kommentaren, dass du Interesse hast an so einem Plan plus Preisliste und dann bekommst du das von uns. Was die Preise angeht, ich sage mal so, ich werde jetzt in diesem Webinar keine Preise nennen, das Appartement kostet so und so viel. Es beginnt ab 30.000 Euro für dieses Einzimmerappartement. Und so ein durchschnittliches Appartement mit 50 Quadratmetern, 45 liegt bei 60.000 Euro. Durchschnitt, plus, minus. Weil sie sind circa alle gleich. 45, 47, 45 Quadratmeter, ja 42, 54 Quadratmeter. Durchschnittlich 60.000 Euro pro Wohnung. Für 60.000 Euro kriegst du in Deutschland keine neue Wohnung, die am Wasser ist. Oder bezahlst du das Vierfache mindestens. Die Preise kenne ich. In Bulgarien ist es noch möglich. Wir wollen ganz gerne, warte mal, ich zeige euch da mal, ja genau, so sieht die Anlage aus. Wir haben, ab nächste Woche ist es offiziell, dass wir ein neues Projekt haben. Neues Projekt besteht aus einer größeren Anlage und das ist das beste Projekt, was wir bis jetzt gemacht haben, denn es hat 220 Wohnungen. Die Hälfte davon wird freien Meeresblick haben. Aber du wirst von der Hälfte der Appartements direkt aufs Schwarze Meer schauen können. Diese Appartements werden sehr, sehr schnell verkauft. Deshalb, wenn du als Erster sein möchtest, bitte nehme Verbindung mit mir auf. Ich schreibe jetzt in den Kommentaren, im Chat die WhatsApp-Nummer drauf, wo man sich melden kann und sagen, ich hätte ganz gerne von einer neuen Anlage eine Übersicht, damit ich die Appartements rechtzeitig reservieren kann. 176-9439. So, das ist die WhatsApp-Nummer, wo man sich mit namentlich nennen kann. Und dann sagt man, ich hätte ganz gerne. Denn die neue Anlage wird einen riesengroßen Schwimmbad haben und im Schwimmbad wird sich sogar eine Bar befinden. Stellt euch mal vor, die größte Spa-Anlage mit Massagen, dass wir das ganze Jahr aufhaben, wo du einfach aus deiner Anlage rausgehst, gehst zum Fitness, was draußen sich befindet, dann gehst du zur Massage, gehst in die Sauna, Spa, lässt die Fingernägel haben und anschließend gehst du in einem Swimmingpool mit eigener Bar und genießt deinen eigenen Cocktail bei sich zu Hause. Ist das nicht toll? Das wird eine U-Form haben und wir haben jetzt schon die Pläne dafür da. Ich kann das gerne verschicken. Einer der tollsten Anlagen. Ich zeige in diesem Webinar auch keine Videos. Die kommen später. Doch folge mir bitte, wenn du das nicht verpassen möchtest. Wir freuen uns. Die Highlights von uns, und das möchte ich auch ganz gerne nochmal besprechen, oder das habe ich schon, oh, das habe ich schon gezeigt. Wieso zeige ich das zweimal? Warte mal. Was ich euch zeigen wollte, ist die Innenausrichtung. So
die Inneneinrichtung. So sehen bei uns die fertigen Wohnungen aus. Man geht rein und du siehst ein Zimmer, zwei Zimmer mit Fenstern, eine Klimaanlage, die Kalt- und Heißluft hat. Es ist gefliest und eine kleine Flur hat es und ein Badezimmer. So sehen die Wohnungen aus. Du siehst auch, aus jedem Zimmer kann man raus aufs Balkon gehen. In diesem Zimmer ist es hier, in dieser Wohnung. Und das ist das Wohnzimmer. Hier gehst du auf den Balkon und du siehst das Meer. Das ist das, was ich meine. Ne? Guck mal, du stehst in deinem Wohnzimmer und siehst nur das offene Meer. Das ist der Blick, wo man mit, morgens mit einer Tasse Kaffee das Leben genießt. Und eins kann ich euch versprechen. Diejenigen, die schon ein Apartment gekauft haben, können sich riesig freuen. Das weißt du, das mit der Tasse Kaffee und Aussicht. Diejenigen, die das sich wünschen, könnt ihr gerne machen. Doch eins kann ich euch versprechen, das war nämlich mir wichtig. Hier kriegt man keinen Stress, kein Burnout, keine Depressionen. Gibt es in Bulgarien sowieso nicht. Doch bei diesem Ausblick kommst du runter. Dir wird bewusst, dass es einfach das Leben, unsere Welt so schön ist, so viele schöne Facetten einbietet. Und das ist meine persönliche Meinung, warum ich Bulgarien so gerne mag, sogar liebe. Das ist in Bulgarien eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Die Energie ist hier positiv, definitiv positiv. Und das blaue Meer unterstreicht das nochmal. Und die Bulgaren haben tatsächlich keinen Burnout, keine Depression. Ich bin davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass sehr viel Sonne scheint im Land und dass die saubere, frische Luft haben und dass das Meer, ja, dass das Meer und Mensch sich verbinden und ihr Leben genießen können. So, ich kann davon so lange reden, mir reicht der Tag nicht aus. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Schaut mal, das ist die Apartments, die eingerichtet sind. Ungefähr, also so können wir das machen. Das ist ein Beispiel, wie wir das machen können. Das ist ein Wohnzimmer mit Aufklappsofa, Schlafzimmer, man kann die Betten miteinander verbinden oder einzeln lassen. So sieht die Küchennische aus. In jedem Apartment ist eine Küche mit dabei, wo du kochen kannst, mit Ceran kocht, fällt. Auch Kaffeemaschine, ne? Du kannst ja hier essen oder außerhalb. Außerhalb essen ist sehr, sehr günstig, weil du für einen Kaffee gerade mal 35 Cent zahlst, da an Automaten oder im Restaurant 1 Euro. Essen geht man günstig, wenn du die Plätze kennst unter den Einheimischen, nicht da, wo die Touristen essen. Doch im Apartment kann man auch definitiv kochen. Wenn deine Gäste kommen, dann haben sie die Möglichkeit, vor Ort zu kochen. So sehen Badezimmer aus, auch sehr, sehr edel gestaltet, finde ich. Mit einer Dusche, mit einer Trennwand, da siehst du, das ist eine moderne Dusche. Spiegel ist mit dabei, Waschbecken, Dusche, so wie das auf dem Bild steht. Hochgefliest, auch mit Lampen in die Decke eingebaut. Das ist zum Beispiel ein Beispiel bei Polarstar von der Badewanne. Man hat allerdings diese Wand, die sehr, sehr, sehr hoch, aus sehr hochwertigen Stein ist, kann man andere Farben auswählen. Also man kann die selber gestalten und noch sagen, ich hätte ganz gerne die anders. Das gibt es auch. Und die Fliesen kann man ebenfalls nochmal in der Bauphase verändern. Und so sehen die fertigen Apartments auch von innen, also Treppenhaus oder das, was wir bei Onyx hier haben. Das ist so der Eingang und so wie das Gebäude von außen ausschaut. Und genau wo wir Polarstar ausschauen, das ist ja noch in der Bauphase. Und leider sind die meisten Wohnungen schon verkauft mit Meeresblick und das Schönste. Deshalb ist unsere neue Anlage da. Deshalb kommt noch eine mit 220 Einheiten und die Hälfte davon wird direkt Meeresblick haben. Wer zuerst kommt, mal zuerst, kennt ihr den Spruch? Wer später kommt, kann den Zug verpassen, doch das ist so. Wir haben allerdings noch ganz, ganz viele neue Projekte. Was wir euch anbieten, kommt mit uns auf unsere Tour nach Bulgarien und seid 3 Tage dabei, so wie jetzt die anderen Menschen das machen. Das sind 26 Personen, die zurzeit bei uns da sind, die sind gerade auf der Baustelle bei Polarstar, fassen das alles, man kann anfassen, riechen, schmecken, alles ist erlaubt. Prüfe uns, wir zeigen uns so, wie wir sind, wir erzählen alles so, wie es ist und jeder entscheidet selber, ob er das machen möchte mit uns oder auch nicht. Eure freie Entscheidung und ich freue mich auf eure Anfragen, wenn es für dich interessant ist.